Hier eine Extremwertaufgabe. Aus einem Baumstamm soll ein quaderförmiger Balken entstehen mit möglichst wenig Holzabfall. Frage: Wie gehen wir vor? Den Baumstamm, der hier abgeschnitten wurde, können wir als Zylinder modellieren und somit können wir den Querschnitt von diesem Baumstamm als Kreis modellieren. Und aus diesem Kreis sollen wir jetzt ein Rechteck herausschneiden, dessen Flächeninhalt so groß wie möglich ist. Das ist natürlich ein Innenrechteck. Der Flächeninhalt ist so ziemlich klein, so wird er größer und so ist er wieder ziemlich klein. Also gibt es irgendwelche bestimmte Maße für diese Seite x und diese Seite y, so dass dieser Flächeninhalt maximal wird. Wir suchen vom Rechtecksflächeninhalt ein Maximum, deshalb drücken wir diesen Flächeninhalt zuerst einmal mit einer Variablen aus. Wir können ihn leicht mit den zwei Variablen x und y ausdrücken, denn dieser Flächeninhalt, das ist ganz einfach x mal y. Aber dann haben wir zwei Variablen, denn x sowie auch y variieren. Was hier nicht variiert, ist der Radius von diesem angegebenen Kreis. Wir möchten aber den Flächeninhalt mit einer einzigen Variablen ausdrücken, also versuchen wir, y anhand von x auszudrücken, und das geht sehr schön in diesem rechtwinkligen Dreieck durch den Satz des Pythagoras, der besagt, diese Kathete x im Quadrat plus diese Kathete y im Quadrat gleich zum Quadrat der Hypotenuse. Aber die Hypotenuse, das ist zweimal der Radius. Und deshalb ist y gleich zur Quadratwurzel von 2 mal Radius im Quadrat minus x Quadrat. In dieser Formel können wir also y durch diese Quadratwurzel ersetzen und somit haben wir den Flächeninhalt von diesem Rechteck ausgedrückt als Funktion der einzigen Variablen x. Und da wir von diesem Flächeninhalt ein Maximum suchen, werden wir dieses a von x ableiten und von dieser Ableitung eine Zeichentabelle erstellen. A' von x, das ist die Ableitung von diesem Produkt. Das ist also ein f mal g'. F mal G', das macht F', also 1, mal G, also die Wurzel, plus F, das heißt X, mal G'. Und die Ableitung einer Quadratwurzel, das ist immer die Ableitung vom Radikant, also minus 2x, geteilt durch 2 mal die Quadratwurzel, so wie sie da steht. Diese Summe wird noch ausgerechnet und führt sofort zu diesem Bruch. Somit haben wir die Ableitung von dem Flächeninhalt als Bruch ausdrücken können. Von diesem Bruch machen wir jetzt sofort eine Zeichentabelle. Die zwei Nullwerte des Zählers sind minus Wurzel 2 mal r und Wurzel 2 mal r. Da der Zähler im zweiten Grad ist, schreibt man außerhalb dieser zwei Nullen das Vorzeichen der Vorzahl von x², also minus, und dazwischen entgegengesetzt. Also so. Jetzt für diese Quadratwurzel, der Nenner. Eine Quadratwurzel gibt's natürlich nur da, wo der Radikant größer gleich 0 ist. Die zwei Nullstellen von dem Radikant, das sind minus 2r und 2r. Das sind also auch die Nullstellen der Quadratwurzel. Diese Quadratwurzel gibt es natürlich nur zwischen diesen zwei Nullstellen, wo sie streng positiv ist. Außerhalb dieser zwei Nullstellen gibt es die Quadratwurzel nicht, weil da der Radikant streng negativ ist. Jetzt die Schlussfolgerung bezüglich a' von x.
Abwim von x, das ist der Bruch dieser beiden Faktoren. Hier wurde mit Absicht ein roter Strich eingezeichnet, der bezeichnet den Bruchstrich. Und sobald unterhalb von diesem Bruchstrich eine Null erscheint, setzen wir einen Schrägstrich, weil man durch Null nicht teilen kann. Und somit erhalten wir diese Zeichenzeile für A' von x. In unserer Tabelle haben wir hier den Wert 0 eingetragen und haben dann die 0 durch diese senkrechte Striche vom Rest abgetrennt. Und wir haben genau dasselbe mit 2r gemacht. Auch hier haben wir 2r vom Rest abgetrennt. Warum? Weil in unserer Aufgabe ist der kleinstmögliche Wert für x die 0. Aber dann schneiden wir den Baumstamm einfach in der Mitte über und schmeißen alles weg. Dann haben wir gar keinen Balken. Also x gleich 0 macht für unsere Aufgabe keinen Sinn. Und alles, was streng kleiner ist als 0, auch nicht. Denn negative Seitenlängen gibt es nicht. Genau dasselbe für 2 mal r. Wenn x gleich 2r ist, dann würde das bedeuten, dass wir den Baumstamm in dieser Richtung überschneiden und alles wegwerfen. Auch da haben wir keinen Balken. Deshalb also, x muss sich streng zwischen 0 und 2r befinden. Also hier, damit unsere Aufgabe Sinn macht. Da setzen wir also Schrägstriche hin. Das hat mit unserer Aufgabe nichts zu tun. Jetzt da. Da, wo a' streng positiv ist, da steigt die Funktion a, also Pfeil nach oben. Da, wo a' streng negativ ist, da fällt die Funktion a, also Pfeil nach unten. Und bei Wurzel 2 mal r ist die Ableitung a' von x gleich 0. Das heißt, die Tangente zum Graph von a ist hier horizontal. Und daraus können wir schließen, dass die Funktion a bei dieser Zahl ein Maximum erreicht. Was also bedeutet, der Flächeninhalt von diesem Innenrechteck wird maximal, wenn wir als Breite x Quadratwurzel von 2 mal r nehmen. Wir erhalten also den maximalen Flächeninhalt dann und genau dann, wenn x Quadratwurzel von 2 mal r ist. Es gibt diese Verbindung zwischen x und y, und wenn x diesen Wert hat, dann hat y als Wert diese Quadratwurzel, in der wir x durch Wurzel 2 mal r ersetzen. Aber dann ergibt y auch Wurzel 2 mal r. Was also bedeutet, der Flächeninhalt vom Innenrechteck wird dann maximal, wenn x Wurzel 2r ist und wenn y auch Wurzel 2r ist. Das heißt, der Flächeninhalt wird maximal beim Innenquadrat. Ich versuche das hier mal so ungefähr einzustellen. Der Flächeninhalt vom Innenrechteck wird größer, größer, größer bis zum Innenquadrat. Da ist er maximal. Danach wird er wieder kleiner. Und unsere Aufgabe ist somit erledigt.